Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3 im Together mit Aaron. Und wir, also ich spiele jetzt dieses Schloss, weil Aaron da oben noch Level 8 probiert. Ja. Was ist das denn Bullshittiges hier? Sieht nett aus, wie immer. Voll. Ach Gott. Ach, die trifft mich noch. Das ist ja nett. Das ist ja cool. Ich will ja nichts sagen, aber ich finde, so langsam wird das Ganze ein bisschen random von den ganzen... Ne? Ist so ein das bisschen wirkt viele... es so, aber es ist einfach schwerer gemacht. Ja, aber da werden doch 1000 Gegner einfach so hingeklatscht. Ich finde, das sieht nicht so gut aus. Na ja, gut, das ist jetzt deine Meinung, aber... Ja, meine Meinung. Möglich, ja. Meine hochprofessionelle Meinung. Du kannst einfach rennen, glaube ich, ja. Gut. So, jetzt time die... Irgendwann sind sie zeitversetzter. Dann kannst du besser. Okay. Das dauert so Ewigkeiten. Ach. So. Jetzt. Ah. Hättest du es machen müssen. Egal, jetzt der linkste Fragezeichen im Block da. Der okay. Ist ein Stern, der hat einen Stern. Den stoße ich von... Nicht zu weit links. Nein. Nein. Ich sag dazu nichts. Aber ich schaffe jetzt das Schloss da. Was habe ich da noch für Items? Ich habe nur Bullshit, ja. Gut. Weiß nicht. Was soll ich? Oh. Bin auch so ein bisschen mit mir selbst beschäftigt. So, gut. Naja, so ein bisschen gut. Ach, nee. Geist, du bleibst mal da. Ach, du schießt. Ach, das ist ja lustig. Ach, aber ich weiß nicht, findest du den Levelaufbau da gut? Das sind einfach Röhren in die Landschaft geklatscht. Ja. Was? Entschuldigung, aber was? Ich sehe da den Wump und achte gar nicht mehr auf Luigi und dann bin ich tot. Ja. So, mein Moment. Incoming, now. Ich muss aber diese Festung schaffen, bevor ich Game Over bin, weil ich sonst, ne? Du siehst, was da die ganze Zeit auf der Karte sind. Ja. Ganz viele Els. Das ist ein bisschen doof. So. Zack. Ja. Okay. Aber du schaffst jetzt diesen Level hier. Dun, 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 dun. Jetzt ist das Timing gerade am miserabelsten. Mhm. Ja, gut, das ging. Ja. Das geht eigentlich auch ganz gut. So, und jetzt hol dir den Stern. Ah, guck mal. Oh, komm schon, jetzt ganz weit durch. Aber nicht zu weit. Okay, okay, das war ja extrem weit jetzt. Ja, ich weiß. Vielleicht gibt's da links ein Power-Up, sonst guck doch einfach mal. Ja, die Pflanze kommt immer näher. Ein Leben, ja gut. Oh nein. Nein! Mach einmal hoch und dann kannst du... Nein! Schade. Da hatte ich einfach das richtige Timing und es hätte so gut klappen können. Mann. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Ja, aber das Ding ist, ich hab gar nichts. Ich weiß gerade gar nicht, ob man... Noch kein Level geschafft in der Welt. Du hast also das eine Bonusspiel hast du geschafft. Oh. So ein bisschen peinlich ist es ja schon, ne? Nur ein bisschen. Ah, und vielleicht gucken ja noch ein paar Leute zu. Nee, glaube ich nicht. Also bei mir nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. So, Die machen das extra. Die machen da extra zwei Blöcke hin, damit man sich da hinstellt und von der Piranha-Pflanze abgeballert wird. Das ist doch Bullshit. Wir hätten diesen Part nicht noch anfangen dürfen. Meinst du? Ich sag dir das. Ich verreck gleich hier mit dem Game Over und dann war's das. Ja, aber ansonsten hätten wir beim nächsten Mal ein Game Over gebaut. Ja, gut. Ich verreck jetzt sowieso wahrscheinlich. Ja, das ist ja mir doch egal. Ja. Dann habe ich noch die Chance, das Bonus-Game zu machen nochmal. Also... Aber vielleicht schaffst du es ja auch. Ja, ja. Dann sterbe ich halt danach. Ich bin sehr zuversichtlich. So, jetzt aber mal ganz weit hier. Oh, ich hänge mich überall auf. Und einfach weiter. Schön. Okay, das war okay. Da bin ich das letzte Mal gestorben. Ja, da sterbe ich jetzt nicht. Vermutlich. Schön! Oh, das macht... Wow! Nicht schön. Continue und das macht voll Spaß, ne, sich zu reden und so. So, jetzt ich muss, ne, weil wenn ich Game Over gehe, es wäre doof. Ja, wobei wir müssten doch, müssen wir überhaupt
noch dann Level machen. Da, doch, wieso denn? Das macht das ergibt nicht mal Sinn. Die Röhre ist irgendwie da versperrt, schade. Ja. Ja, wobei, da müssten wir doch eigentlich nur noch Level 8 machen. Und das müssen wir sowieso machen. Und 9, ja. Nee, Level 7 da oben müssten wir auch machen. Level 6, weißt du, da zur Röhre hin müssten wir machen. Oh. Ja, okay. Stimmt. Ist ja doof. Na gut, dann gehen wir nicht Game Over. Ich probiere es. Das war echt schwer hier. Ja. Sieht nicht so schwer aus vielleicht, aber es ist doch schon... Es sieht nicht schwer aus, nein. Ah, der scheiß Geist. Weil du so viel achten musst, ne? Es kann nicht wirklich schwerer aussehen, finde ich. Nicht? Nee. Das beruhigt mich. Sagst du bestimmt, da in Welt 8, ne? Da wird's dann... Hey, wie soll man das schaffen? Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich nach rechts rüber, um den runterzulocken, aber dann kommt der Piranha-Pflanze raus und da frage ich mich, ehrlich gesagt, was soll das? Probier du mal das Schloss und ich probiere mal den anderen Level. Machen wir einfach einen Leveltausch, jetzt mittendrin. Ich habe nur noch ein Leben, daher ist es egal. Ja, dann nehmen wir ein gutes Item mit und so. Ich schaffe eben das Schloss. Ich habe ja kein gutes Item mehr, ne? Das ist das Problem. Egal, du schaffst jetzt das Schloss und dann... Also wenn du das Schloss geschafft hast, ist sowieso alles gut. Da unten war ja noch ein Pilzhaus. Das war schon mal ein guter Anfang. Alter, ich bin gesprungen. Ja, das denke ich mir manchmal auch, du. Warte mal. Ach, Mann. Ich weiß, dass das jetzt ziemlich viel Zeit kostet und so, aber da war noch ein Pilzhaus. Und bevor ich jetzt Game Over gehe und wir da nicht mehr hin können. Ja? Ja, du bist sowieso die letzte Hoffnung. Hol ich mir lieber das Item da unten. Doch. In der Welt reiß ich sowieso nicht mehr viel. ich sag's, es liegt am Soundtrack, weil ich den Soundtrack so cool finde. Und weil ich es früher nie geschafft habe, muss ich jetzt hier alles reißen. Das ist keine Ahnung. Ja. Nein! Echt, jetzt den Frosch. Wie soll ich mit dem Frosch denn? Nee. Also sonst immer gern, den hätte ich hier in dem Wasserlevel gern genommen, aber. Ach, ist doch egal jetzt. Ja. Jetzt bin ich schon auf Drogen, sehe Luigi im Froschkostüm. Boah. Dann wollen wir mal. So. Ja. Jetzt aber, ne? Dann mache ich jetzt mal hier den Level. Was kostet die Welt? Warte mal, da komme ich doch direkt rüber. Ja. Mit dem Frosch ist das... Hat seine Vorteile, da hat es aber eher Nachteile, oder? Bei dem Sprung? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein! Oh! Wenn er nach links, wenn man nur kurz wieder ausgleichen will nach links, dann springt er komplett rüber. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte mich umbringen sollen und dann nur noch mit dem Pilz weiter. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ach, alle Level wieder da. Naja. Noch bin ich hier. Ja, dann probier Level 8. Ja. Bleibt mir ja leider nichts anderes übrig. Außer so. Nochmal die Mancha Run, aber das will ja auch keiner. Da hast du ein bisschen zu spät. Wenn du nicht gezögert hättest... Alter, wie viele Feuerbilder da sind. Wenn du nicht gezögert hättest, hättest du gleich geschafft, aber egal jetzt. So, und jetzt mache ich... Nee, doch. Weil da wollte ich nur kurz nach links und dann ist er halt gleich gesprungen, weil der so dumm ist. Wenn ich es bis hierhin geschafft hätte, dann wäre es gut gewesen. So, Achtung, da jetzt direkt... Na gut, dann halt nicht direkt rüber. Da unten runter, weiter. So. Oh. Das war doof. Und ich springe einfach... Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Hektisch. Ich bin heute gebasht oder so. Keine Ahnung. Gehedeckt? Nee. Handicapped? Achso, nee. Handicapped? Ja, keine Ahnung. Alles auf einmal oder so. Jetzt habe ich hier wieder die Bonusspiele. Das bringt mir relativ wenig. Ja. Ich komme einfach durch Spam. Nee. Gut. Wenn das jetzt geklappt hätte, dann hätte ich jetzt aber auch, du... Ja. Weißt du was? Das wäre scheiße gewesen. Egal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja. Mach ich so. Das Gute ist, in Welt 8 verschwinden die Level, glaube ich, komplett. Zumindest die Luftschiffe und Schlösser und alles, die verschwinden komplett. Das ist ganz praktisch. Ja, ne? Muss ich ja machen. Ja. Ach ja, gute Laune hier, ne? Voll, ja, voll wir sind so gut gelaunt, ne? Das ist unglaublich.
Ja, total. Oh, macht das Spaß. Kommt da rechts keine Piranha-Pflanze? Hat heute keinen Bock? Nee, da kommt irgendwie keine. Ah, cool. Keine Ahnung, war bei mir gerade auch so. So, dann komm mal weit. Oh, das war gut. Nee, riskiert. Die Stelle ist so kacke, ne? Ja, wobei, da bin ich ja einmal mit einem großen Sprung drüber gesprungen irgendwie. Nein! Ich hab da genau an dem halt verkackt. Wieso? Wie können die eigentlich Gegner so gut dahinstellen, dass man immer reinspringt? Das ist doch. Das würde ich auch können. Ich weiß es aber nicht. So, let's go. Echt, das wäre echt gut, wenn wir das jetzt in einem Versuch durchziehen. Weil ich keine Wolke mehr habe, um da den Level 6 zu überspringen. Okay, es wäre an sich keine Tragödie, das ist nur Level 6, aber. Ach komm schon, ey, das kann man nicht. Ich glaube, ich habe noch einen. Habe ich noch einen? Ja, du hast noch eine Wolke. Das ist das einzige Item, was du in deinem blöden Inventar hast da. Da darf ich ja K.O. gehen. Ja, mach ich ja sowieso. Das ist ja nicht schwer, dass du Game Over gehst. So. Ah ja, da kam ja nichts. So, jetzt aber hier, guck mal. Ja, ich sehe es. Ah, guck mal, da ist noch eine. Jetzt kommt noch ein Mancha Run. Ja, das sowieso, aber. Diese scheiß Blume, ey, kann die sich die nicht mal verpissen? Hier triste mich nicht, ne? Gut. Ja, aber wenn du. Ja? Was ist das? Oh. Was soll das? Oh, bitte jetzt Ende. Nee, kannst ja lange drauf warten. Ach, guck mal, da kommt noch ein Freund. Ah. Vielleicht zwei, ja dann. Jetzt. Ja, dann. Ah, dann. Macht das ja nichts mehr, du. Komm schon. Nein, dann kommt er! Die war die ganze. Hey. Ernsthaft, die war die ganze Zeit da drin. Und dann, huhu, ich bin auch noch da. Mhm. Okay. Ja, man merkt, der Schwierigkeitsgrad zieht extrem an hier. Lässt den nicht abstreiten. Der ist wirklich immens. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, hier direkt am Anfang zu sterben. Ja. Ich wollte, dass du schneller deinen Versuch hast. Das Ding ist, wir schaffen Level 8 und 9 sowieso nicht an einem Stück und die Festung dann noch. Alter Vater, wie kann man das denn schaffen, ey? Das ist möglich. Wir müssen uns halt nur zusammenreißen. Das ist möglich. Ja, und dann auch noch alleine. Wie schafft man das denn bitte alleine? Ja, ne? Da können wir ja. Können wir uns ja ansehen. Domtendo macht ein Let's Play. Echt? Ja. Aber wir sind ihm natürlich weit voraus. Und jetzt, wo wir das hier gespielt haben, guckt es wahrscheinlich keiner mehr bei ihm. Ja. Jetzt ist da eine Piranha-Pflanze drin. Jetzt kennst du ja schon die ganze Welt. Jetzt ist da erst eine Piranha-Pflanze drin. Oh. Voll schwer und so. So. Nein, das war dumm. Jetzt komme ich da nicht mehr direkt rüber. Ich bin da einfach von da aus über. Ich weiß, ich probiere das ja auch gleich. Okay. Das Ding ist, die macht ihren Scheiß da random, oder? Ja, macht sie. Gut. Ja. Nein! Diese Kack, das Kackviech da, ne? Komm nicht zu mir. Nein, du siehst mich gar nicht. Gut. Ja, genau. Ich erinnere mich. Tust du das? Ist ja schön. Ja. So, hallo. Nein. Doch, was? Alter. Was macht ihr denn da? Die übertreiben es komplett, ey. Lass nach Hause gehen. Was war das denn jetzt? Die spucken einfach 5 Feuerwellen hintereinander. Die haben sich aber auch so viel dann plötzlich neu aus. Die waren bekifft, als sie das gemacht haben. Du kannst mir nichts erzählen. Du musst viel schneller. Ja, springen. Ich weiß nicht. Alter. Ja, komm, was soll's. Du hattest recht, dass wir diesen Part nicht hätten aufnehmen sollen. Ich versuche jetzt noch einen hier, bis ich Game Over bin und dann beenden wir den Part, weil das hat keinen Sinn mehr. Ja, ja. In diesem Part haben wir jetzt, ich glaube, das erste Mal, dass wir gar nichts erreichen. Also wir haben keinen neuen Level nochmal gelöst. Wir sind nur Game Over gegangen. Ja. Ist natürlich im Grunde genommen deine Schuld. Ja. Weil ich auch gesagt habe, wollen wir noch einen Part aufnehmen?
Ja, habe ich das nicht gesagt? Ja, das hast du ja gesagt. Nee, aber ich meine, ich schaffe das Ganze und du stirbst die ganze Zeit, ne? Ja. Oh, oh, das war gut. Ja, was erwartest du von mir? Weiß ich nicht. Besseres als von mir. Auf jeden Fall. Ha? Auch diese Sprünge sind doch ein bisschen tricky. So, du Kacke. Bitte. Nein, jetzt bin ich zu weit da drauf. Schade. Ja, ja. Ich kann ja auch noch einmal. Willst du die Wolke einsetzen? Ja. Ich meine, was soll ich sonst machen? Anderes Level. Ja, nee, das. Dann ballern wir halt hier alles raus, was wir haben. Ja, ja. Und dann ist das zwar so, aber nicht so wichtig. Lässt sich nicht ändern. Gut. Damit ist es. Ja. Ne? Was sollen wir denn machen? Ja. Das Level schaffen. Ja, alle drei hintereinander, ohne Game Over zu gehen. Das wäre schon ganz vorteilhaft so. Immerhin haben wir noch ein Part. Ist doch auch cool. Ja. Da müssen wir uns einen Tag länger nicht mehr hören. Ah, ist das schön. So, jetzt aber. So. Nein, dann nicht. Gut, jetzt ist da hinten wieder eine Piranha-Pflanze. Pass auf. Schön, ja, jetzt hast du wieder bei mir einen Rollfallsprung gemacht, aber egal. Jetzt machst du direkt einen hohen Sprung. Dann machst du keinen hohen Sprung. Ich lerne es einfach nicht. Jetzt darfst du da nicht direkt rüber. Tja. So, ich habe noch einen Versuch und wenn ich den verkacke, dann beenden wir den Part, auch wenn er kürzer ist. Weil. Ja. Ja, irgendwann hat man einfach die Schnauze voll. Ja, und auch wenn die Leute sehen, dass ich das jetzt verkacke, ist das halt so, aber. Ey, ihr wollt ja auch alles sehen und dann seht ihr halt auch, wie wir verkacken. Es gibt ja auch Leute, tatsächlich soll es die ja geben, die finden es lustig, wenn der Let's Player stirbt und ausrastet. Also, ich finde das auch witzig, wenn das bei jemand anderem ist, aber in dem Moment finde ich das jetzt nicht so witzig, ehrlich gesagt. Ja, also so für uns ist es gerade scheiße. Ja. Also ich hatte jetzt mir schon vorgenommen, die Welt zu schaffen, aber... Haha. Fast. Fast. Das war ein guter Witz, ne? Die Welt schaffen, ne? Da sind wir meilenweit von entfernt. Ha, gut. Oh. Nein, du. Wobei, wenn wir das Level jetzt nicht schaffen, dann weiß ich nicht. Sehe ich vielleicht Albträume davon, dass wir das heute nicht geschafft haben. Ach, das, ne? Ist ja nicht so wichtig. Zack, zack. Und. Ah, shit, ey. Okay. Ja. Dann sollte es nicht so sein. Ich muss im nächsten Part Level 6 nochmal machen. Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oder halt ich. Ja. Naja. Ich renne aber während du noch ein bisschen was zum... Ah nee, darf ich ja nicht. Ich darf ja nicht mehr hin und her rennen. Egal, dann das... Willst du nochmal ein bisschen probieren hier? Probier's nochmal. Ja, ja, ja. Einmal noch. Ja komm, dann denken die Leute, ich hätte es geschafft. Also jetzt natürlich nicht mehr, aber... Ne? Ja, ich verstehe schon. Voll der Überraschungseffekt. Wow, der schafft sich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann sitzen sie mit fassungslosen Fressen vor ihren Monitoren. Ja, ich meine euch. Ich sitze auch gerade fassungslos. Ich habe den Controller weggeworfen, ich will nicht. Nee, gut. Dann, an dieser Stelle, gehe ich noch einmal kurz zu dem Level, den ich im nächsten Part spielen werde. Jo. Und, kurz sagen, was wir im nächsten Part machen. Ich werde Level 6 machen. Ich mache auch das hier noch. Ich werde Level 6 machen. Ich werde dann natürlich Level 8 dann schaffen. Genau. Auf Quest 2. Ne? Ja, klar. Dann starten wir den Part einfach so lange neu. Das war ja in Welt 6 auch der Fall, dass wir plötzlich alles im First Try geschafft haben, ne? Ja. Also, ich schaffe hier Level 6, du Level 8, dann mache ich einfach nochmal schnell Level 9, war ja nichts dabei, das war ja ein einfacher Level. Dann machst du die Festung und dann haben wir es eigentlich auch schon fast. Ja, ja. Ja, an der Stelle danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao. Tschö.